Unsere Tiere, das große Tierschutzmagazin auf OE24TV. Alles rund um artgerechte Haltung, spannende Geschichten aus der Welt der Tiere und aufregende Reportagen von Tierschützern und ihren Abenteuern. Jetzt Unsere Tiere, das große Tierschutzmagazin, nur auf OE24TV. Herzlich willkommen zu einem großen OE24 Unsere Tiere Spezial vor der Nationalratswahl, denn wir haben uns auch diesmal wieder genau angeschaut, wofür stehen die Parteien, haben sie befragt, haben sie eingeladen, einen Fragebogen zu beantworten, den wir gemeinsam mit Tierschutz Austria entwickelt haben und wo wir wissen wollten, sowohl im Bereich Tierschutz als auch Umwelt und natürlich auch Landwirtschaft, weil das alles zusammenhängt, wo stehen die Parteien und was können wir von ihnen die nächsten 5 Jahre erwarten. Wir haben alle im Parlament vertretenen Parteien befragt, haben ihnen einen sehr umfangreichen Fragebogen zukommen lassen, haben sie gebeten, auch möglichst umfangreich zu antworten, außer dort, wo man mit Ja und Nein antworten kann. Es sind alle Parteien unserer Aufforderung nachgekommen, außer die FPÖ, die hat es nämlich nicht geschafft, innerhalb des vorgegebenen Zeitraums zu antworten. Das bedauern wir sehr. Sollten die Ergebnisse noch vor der Wahl kommen, dann werden wir sie aktualisieren. Zugesagt wurde es uns auf jeden Fall. Heute wollen wir uns einmal anschauen, welche Partei steht wofür, wo gibt es Unterschiede zwischen den Parteien. Und wir haben dafür auf der einen Seite 8 Ja-Nein-Fragen ausgewählt, die wir jetzt dann entlang auch der Folien durchgehen werden. Und auf der anderen Seite habe ich mir 4 Fragen angeschaut, die nicht mit Ja und Nein zu beantworten sind, wo es zu so teils auch Mischantworten gekommen ist bei den Parteien und wo es sich lohnt, genauer hinzuschauen, was die jetzt genau meinen. Wir beginnen vielleicht mit den Ja-Nein-Antworten. Im Hintergrund wird das dann auch eingeblendet. Wir beginnen bei der Frage des Umgangs mit den Katzen. Und vielleicht wundern Sie sich, warum bei den Fragen, die wir jetzt durchgehen, sehr große Sprünge dabei sind, von Katzen bis Wolf, von Konzernen bis hin zum Thema Jagd. Wir wollen versuchen, ein möglichst breites Bild abzudecken und auch Fragen zu stellen, die in anderen Checks, die gut sind und die es jetzt in den letzten Wochen auch gab, nicht gestellt wurden. Und wir freuen uns, dass diesmal, und ich glaube, das ist der einzige Check, bei dem die ÖVP auch mitgemacht hat, sich auch die Partei, die momentan stimmenstärkste ist und die wahrscheinlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch in den nächsten Jahren in der Regierung sein wird, nämlich die Volkspartei, auch geantwortet hat. Wir beginnen also bei den Katzen. Und da war unsere Frage, ob die Parteien für eine verpflichtende, und das ist ganz ein zentraler Punkt, Kennzeichnung, Registrierung und Kastration von allen Katzen sind. Momentan ist das nicht der Fall. Es gibt keine gesetzliche Pflicht für alle Katzen. Das heißt, wir haben immer noch ein sehr großes Problem, was Streunerkatzen betrifft. Das ist mir persönlich ein sehr großes Anliegen, weil wir wissen, Streunerkatzen sind extrem arm. Die vermehren sich explosionsartig. Es gibt zum Glück tausende Menschen in Österreich, die ihnen helfen, die ihnen Futter bringen, die sie kastrieren lassen, die sie zum Tierarzt bringen. Aber in Wirklichkeit kann man dem Ganzen nur effektiv begegnen, wenn man eine verpflichtende Kennzeichnung, Registrierung und Kastration von allen Katzen gesetzlich vorschreibt. Hier sagt die ÖVP, nein, das wollen wir nicht, das geht ihnen zu weit, aber die 3 anderen Parteien, also SPÖ, NEOS und Grüne, sagen, das wollen wir. Das ist schon mal auf jeden Fall ein guter Anfang, weil irgendeine von diesen Parteien wird Teil der nächsten Regierung sein, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Ähnlich schaut es aus bei einem bundeseinheitlichen Jagdgesetz. Wir haben ja momentan das Volksbegehren für ein bundeseinheitliches Jagdgesetz. Dazu zum Hintergrund, in Österreich ist die Jagd Länderkompetenz. Das bedeutet, wir haben 9 verschiedene Jagdgesetze, die zum Teil sehr unterschiedlich sind. Und das führt dazu, dass in einem Bundesland etwas verboten ist, was im anderen Bundesland erlaubt ist. Und keiner versteht eigentlich, warum das so sein sollte. Deswegen ist die Forderung von manchen da, dass man ein bundesweit einheitliches Jagdgesetz hat, so wie man ja auch ein bundesweit einheitliches Tierschutzgesetz hat. Und da sagen die Grünen und die NEOS, sie wollen das gerne haben. Sie sind dafür, dass man das quasi auf Bundesebene holt. ÖVP und SPÖ sagen aber, sie wollen das nicht. Und bei der SPÖ haben wir uns genauer erkundigt, warum sie das nicht unterstützen. Und die sagen halt, es gibt bestehende Regularien in den Bundesländern, die auch abgestimmt sind auf die jeweiligen Verhältnisse in den Ländern. Deswegen wäre es sinnvoll, es auch auf Länderebene zu behalten.
Ein sehr, sehr großer Streitpunkt der letzten Monate war das sogenannte Renaturierungsgesetz, wobei man da präziser sein muss. Es geht eigentlich um eine Renaturierungsverordnung auf europäischer Ebene, die wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren circa auf nationaler Ebene in ein Gesetz gegossen werden muss. Das heißt, die nächste Regierung ist dafür verantwortlich, das, was jetzt auf europäischer Ebene beschlossen wurde, in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer unterstützt es? Die ÖVP unterstützt es nicht. Das ist keine große Überraschung, weil die war auch auf europäischer Ebene dagegen. Da gab es einen großen Konflikt zwischen ÖVP und Grünen in der Regierung. Leonore Gewessler hat für Österreich dann dem Renaturierungsverordnung auf europäischer Ebene zugestimmt und damit das überhaupt erst ermöglicht. Auf österreichischer nationaler Ebene sind SPÖ und Grüne dafür, diese Renaturierungsverordnung möglichst weitreichend auch in Österreich umzusetzen. ÖVP lehnt das klar ab und die Neos sind sich da nicht so sicher. Also man merkt, es gibt einige Vorbehalte. Sie sagen zum Beispiel, es darf keinesfalls einen Eingriff in die Eigentumsrechte geben und ein paar andere Vorbehalte. Deswegen haben wir das hier mit einem Fragezeichen markiert, weil man kann halt nicht Wiegel und Wogel machen, man muss sich dann irgendwann mal entscheiden. Bei der Frage der Kompetenzen für die Bundeswettbewerbsbehörde, warum haben wir diese Frage reingenommen? Sehr vieles von dem, was zum Beispiel im Supermarkt zu kaufen ist, ist Resultat eines Aushandlungsprozesses zwischen Nahrungsmittelkonzernen, Handelskonzernen und auch den Lieferanten, also den Bäuerinnen und Bauern. Und da gibt es sehr, sehr ungleiche Machtverhältnisse. Da gab es auch einen Bericht von der Wettbewerbsbehörde. Und diese ungleichen Machtverhältnisse führen letztlich dazu, dass die Bedingungen für die Bäuerinnen und Bauern, aber auch für die Tiere, katastrophal sind. Weil letztlich nur die Profitinteressen von ein paar kleinen Konzernen momentan maßgeblich sind. Eine Behörde, die das bekämpft, strukturell, ist die Bundeswettbewerbsbehörde. Und wir haben gefragt, ob die Parteien bereit sind, dieser Behörde mehr Kompetenzen zu geben, zum Beispiel auch im Bereich Verbraucherrecht. Das gibt es in anderen Ländern. Also in Italien zum Beispiel hat diese Behörde ganz andere Möglichkeiten, als es in Österreich hat. Und daher wäre das ein wirklich effektiver Beitrag auch zum Tierschutz. Und da sagen lustigerweise ÖVP, SPÖ und Grüne gleichermaßen ja. Wir sind dafür, die Kompetenzen dieser wichtigen Behörde zu stärken. Aber die Neos sagen nein. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, weil Tierschutz auf dem eigenen Teller wichtig ist, aber es ist auch wichtig, die grundlegenden Regeln und Machtverhältnisse zu ändern. Wenn man so eine wichtige Behörde nicht stärken will, dann wird das nicht funktionieren. 4 weitere Fragen haben wir uns noch rausgesucht aus dem großen Katalog. Es sind ja viel, viel mehr Fragen abgerufen worden und abgefragt worden. Die gesamten Ergebnisse kann man auch auf ö24.at nachlesen. Wir wollten wissen, anschließend an die Wettbewerbsbehörde, ob die Parteien für mehr Kontrolle von Konzernen sind. Da geht es auch einfach darum, dass viele Konzerne sich nachweislich nicht an geltendes Recht, an internationale Spielregeln halten. Und wir wollten wissen, ob die Parteien in der nächsten Regierungsperiode dafür sorgen werden, dass die Konzerne mehr kontrolliert werden, damit sie eben weniger unfaire Handelspraktiken praktizieren können und so weiter. Da sagen SPÖ, Grüne und Neos übereinstimmend, ja, es braucht mehr Kontrolle. Es braucht eindeutig mehr Möglichkeiten, auch gesetzlich gegen Konzerne vorzugehen. Zum Beispiel mit dem auf europäischer Ebene beschlossenen Lieferkettengesetz, das ja auch im nationalen Recht eine Verankerung finden wird müssen. Die ÖVP wiederum ist sich nicht sicher. Weil auf der einen Seite sind sie dafür, wenn es zum Beispiel darum geht, die Diskriminierung der Bäuerinnen und Bauern zu beenden, die Konzerne stärker an die Kette zu nehmen. Auf der anderen Seite scheint es einen recht starken Flügel in der ÖVP zu geben, der die Konzerne nicht stärker reglementieren will. Und deswegen haben wir ein Fragezeichen hingegeben. Eine Frage, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist, ist die Frage nach der steuerlichen Gleichstellung von pflanzlicher Milch und tierischer Milch. Das ist ein bisschen verpönt, pflanzliche Milch zu sagen im bäuerlichen Kreis, da darf man nur Pflanzendrink sagen. Aber es gibt über 2 Millionen Menschen inzwischen in Österreich, mich eingeschlossen, die wollen oder können nicht tierische Milch konsumieren, aus gesundheitlichen Gründen, aus ethischen oder auch aus ökologischen Gründen. Und die greifen dann zu Pflanzendrinks, zu Mandeldrinks, Haferdrinks aus dem Waldviertel zum Beispiel und haben das Problem, dass wenn sie in den Supermarkt gehen, wo es inzwischen ein doch breites Angebot gibt, sowohl von Importware, aber auch von heimischen Produkten, sie für die einen, nämlich für die pflanzlichen Produkte, 20% Umsatzsteuer zahlen müssen, für Milch aus tierischer Erzeugung, also Kuhmilch vor allem, nur 10%. Warum? Weil das eine als ein Lebensmittel deklariert wird und das andere als ein nicht als ein Lebensmittel, sondern als ein Luxusgut unter Anführungszeichen. Und es
gibt es schon seit vielen Jahren die Bestrebungen, diese steuerliche Diskriminierung von Pflanzendrinks, auf die auch viele Menschen mit einer Nahrungsmittelunverträglichkeit, mit einer Milchallergie angewiesen sind, das anzugleichen. Weil in Wirklichkeit fragt man sich, warum werden die bestraft dafür, dass sie auf eine Alternative setzen, die, wenn man zum Beispiel Hafer aus dem Waldviertel nimmt, unter Umständen sogar klimafreundlicher ist, also jetzt ökologisch wertvoller ist, als zum Beispiel eine Kuhmilch, die auch importiert sein kann, was leider sehr oft der Fall ist. Und hier sagen drei Parteien, nämlich SPÖ, Grüne und NEOS, übereinstimmend, ja, diese steuerliche Diskriminierung wollen wir beenden. Gleiche Steuersätze für pflanzliche und tierische Milch. Die ÖVP ist dagegen und sagt, das eine ist ein wertvolles Lebensmittel und das andere ist es nicht. Da werden wir also nicht weiterkommen. Eine Frage, die wir auch wissen wollten, ist, sollen Produkte, deren Erzeugung in Österreich bereits verboten ist, die aber trotzdem im Supermarktregal landen, und davon gibt es einige, in Österreich verboten werden oder nicht? Da braucht man gar nicht an die Gänsestopfleber denken, die zum Beispiel in Ungarn produziert wird und dann in Österreich verkauft wird, auch in der Gastronomie noch. Man denkt zum Beispiel an die Käfigeier. Käfigeier, das war eine sehr, sehr große Errungenschaft, die für die viele Tierschutzorganisationen lange und sehr erfolgreich gekämpft haben. Es gibt im österreichischen Supermarkt im Frischeibereich, also bei den frischen Eiern, keine Käfighaltung mehr. Und die Erzeugung, die Haltung von Hühnern in Käfigen ist in Österreich ausnahmslos verboten. Damit ist Österreich das einzige Land innerhalb der Europäischen Union, wo das der Fall ist. Also ein höherer Standard als überall anders. Und trotzdem sagt man, dass ungefähr die Hälfte aller konsumierten Eier in Form von verarbeiteten Produkten konsumiert werden, also im Strudelteig oder im Pizzateig oder wo überall Eier auch drinnen sind. Und diese Eier stammen fast immer aus Käfighaltung. Die kommen zum Teil aus Indien, die kommen zum Teil aus Argentinien, aus aller Welt, wo es furchtbare Bedingungen gibt. Und die Forderung von vielen Menschen ist jetzt, dass das, was in Österreich verboten ist, in Österreich auch nicht mehr verkauft werden sollte. Das kann sogar bis zur Schokolade gehen, in der nachweislich Kinderarbeit steckt. Warum ist in Österreich die Kinderarbeit verboten? In Ghana ist sie aber praktiziert und die Schokolade, die dann von einem Schweizer oder deutschen Konzern kommt, die dann im Regal liegt, enthält etwas, was in Österreich verboten ist. Da sagen sowohl SPÖ als auch Grüne ja. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn wir in Österreich sagen, man darf keine Tiere mehr auf diese Art quälen, dann darf es auch nicht verkauft werden. ÖVP und NEOS sagen, nein, das geht ihnen zu weit. Der Markt soll sich quasi selber regeln. Dass das nicht funktioniert, haben wir gesehen. Also wir können mit sehr großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es in einer Regierungskonstellation mit ÖVP und NEOS nicht ein solches Verkaufsverbot geben wird. Und letztlich haben wir noch gefragt, das ist etwas, das kommt aus Deutschland. Dort hat die deutsche Bundesregierung, die ja aus SPÖ, Grünen und FDP besteht, das ist ungefähr so die NEOS, beschlossen, einen Tierwohlaufschlag zu machen. Die Idee dahinter ist, dass auf verkauften tierischen Lebensmitteln ein Aufschlag draufkommt, ein paar Cent oder kann auch ein Euro sein, der dann zweckgebunden der Weiterentwicklung der Landwirtschaft gewidmet wird. Also, jedes Kilo verkauftes Fleisch soll zum Beispiel 1 Euro Aufschlag erhalten oder 50 Cent. Oder 10 Cent, das kann man variieren. Das kann man also zum Großteil wahrscheinlich nicht einmal spüren beim Einkauf. Und dieses Geld, das sind sehr schnell dann auch Milliardenbeträge, soll dann 1:1 in den Umbau zum Beispiel von Ställen fließen. Soll dafür genützt werden, dass Kühe zum Beispiel Zugang zur Weide haben. Vielfach in der Landwirtschaft ist das Problem ja nicht der Unwille der Bäuerinnen und Bauern. Ich habe mit vielen Landwirten gesprochen, die sagen mir fast immer, wer zahlt's? Wer zahlt mir den Stallumbau? Wer zahlt mir die höheren Arbeitskosten und auch die Möglichkeiten, das Ganze so zu bewirtschaften, wie die Gesellschaft sich das wünscht. Und um diesen Effekt auszugleichen, um eben genau das, was die Gesellschaft möchte, auch zu finanzieren, gibt es diesen Aufschlag. Die Frage war, wer würde den unterstützen? Und da sagen sowohl ÖVP als auch SPÖ als auch NEOS, und zwar aus unterschiedlichen Motiven, nein, den wollen wir nicht. Die Grünen sagen, ja, den wollen wir. Übrigens so wie in Deutschland, ist auch ein grüner Agrarminister dort. Bei der SPÖ ist es so, dass sie sagen, nein, Lebensmittel müssen für alle leistbar bleiben und eine Verteuerung wollen wir nicht, zumal, und dem Argument kann man folgen, es ja eh schon sehr viel Geld gibt, das in die Landwirtschaft fließt. Es soll lieber anders dort eingesetzt werden, als dass man noch mehr Geld von den Konsumenten holt. Das waren einmal 8 ausgewählte Fragen von einer Vielzahl von Fragen, die wir an die Parteien geschickt haben und die auch sehr umfangreich beantwortet werden. Die gesamten Antworten kann man, wie gesagt, auf ö24.at dann auch nachlesen, wo dieser Wahlcheck veröffentlicht wird. Wir haben uns aber noch 4 Fragen angeschaut,
die nicht mit Ja und Nein zu beantworten sind und auf die ich jetzt noch eingehen möchte, weil ich weiß, dass sie ganz vielen Menschen unter den Nägeln brennen. Das erste ist die Frage der Vollspaltenböden. In den letzten Jahren, nicht nur durch das Tierschutzvolksbegehren, das ich initiiert habe und das über 416.000 Menschen unterschrieben haben, sondern auch durch die Kampagnen von Tierschützerinnen und Tierschützern, ist das ein Riesenthema geworden. Es gab inzwischen eine Einigung in der aktuellen Regierungskonstellation, dass der Vollspaltenboden abgeschafft werden soll. Es wurde eine Regelung beschlossen, dass es mit 2040 passieren soll und der Verfassungsgericht sofort gesagt, das ist zu spät. Also wenn man schon der Meinung ist, als Gesetzgeber, dass der Vollspaltenboden mit dem Tierwohlgedanken nicht in Einklang zu bringen ist, dann muss man es schneller machen als 2040. Wir haben die Parteien gefragt, na gut, wenn die nächste Regierung gebildet wird und das Regierungsprogramm erstellt wird, welcher Übergangszeitraum soll dann festgelegt werden? Also wann sollen die Vollspaltenböden aus Österreichs Stellen verpflichtend gestrichen werden? Die ÖVP sagt, 2036 können Sie sich jetzt vorstellen, also nicht 2040, sondern 2036, obgleich es in manchen Fällen, nämlich dort, wo erst vor kurzem, also vor ein paar Jahren, ein neuer Vollspaltenboden eingebaut wurde, es eine längere Übergangsfrist, einen sogenannten Investitionsschutz geben soll, weswegen man bis 2040 das machen soll. Das wäre also im Endausbau 15 Jahre Übergangszeit im schlechtesten Fall, 2036 aber quasi für alle anderen. Die SPÖ wiederum sagt, der Umbau soll bis zum Jahr 2030 verpflichtend vollzogen sein. Heißt in der Praxis, im Jahr 2030 soll es in Österreich keinen einzigen Stall mehr geben, auf dem eine reine Vollspaltenhaltung durchgeführt wird. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, das heißt, es sind in Wirklichkeit 5 Jahre dann Zeit, um das umzubauen. Das bedeutet auch, dass man sehr viel Geld in die Hand nehmen wird müssen. Und ich habe vor kurzem auch mit der SPÖ-Landwirtschaftssprecherin diesbezüglich gesprochen, die gemeint hat, ja, dann wird man halt dieses Geld in die Hand nehmen müssen. Ähnlich sehen das auch die Grünen. Auch die Grünen sagen, 2030 sollte es Schluss sein mit dem Vollspaltenboden. Also hier haben wir eine ganz klare Koalition des Tierwohls von SPÖ und Grünen. Die NEOS wollen sich da nicht so festlegen. Die NEOS sagen, wir wollen das so bald als möglich, was auch immer das bedeutet. Sie spielen da rein, sie sagen, man darf die Landwirtschaft nicht überfordern, es darf nicht dazu führen, dass die Höfe sterben. Das ist eine Argumentation, die wir von der ÖVP kennen, aber es zeigt, den NEOS ist das jetzt offenbar nicht ganz so wichtig. Eine andere Frage, die sehr wichtig ist, ist die Frage der Qualzucht. Das ist eigentlich eine Frage, die auf Hunde und Katzen abzielt. Also zum Beispiel, was Qualzucht bei Hunden betrifft, ist der Mops ist ein gutes Beispiel. Es gibt noch andere Beispiele, auch im Katzenbereich, wo Tiere so naturfremd gezüchtet werden, dass sie eigentlich nicht mehr überlebensfähig sind, dass sie Schmerzen haben, dass sie krank werden und dass sie ein Leben in Leiden haben. Hier sagen viele Menschen, es sollte eine weitere Verschärfung geben, was Qualzucht betrifft. Und wir haben die Parteien gefragt, wie sehen sie die bestehende Regelung, die erst vor kurzem novelliert wurde. Die ÖVP sagt, der aktuelle Stand, das was jetzt gilt in Österreich, ist ein Meilenstein, soll so bleiben, es wurde genug getan. Die SPÖ sagt im Gegenzug dazu etwas sehr Spannendes, auch die landwirtschaftlichen Tiere müssen einbezogen werden. Also wenn nicht die Kuh und das Schwein, das ja auch von Zucht betroffen ist, auch einbezogen wird und auch dort darauf geachtet wird, bei sogenannten landwirtschaftlich genutzten Tieren, dass es nicht zu Qualzuchten kommt, dann ist das Gesetz an einer Stelle blind. Wir sehen das in Deutschland bei der sogenannten Turbo-Kuh, die inzwischen 10.000 oder 12.000 Liter pro Jahr an Leistung erbringt, was aber dazu führt, dass die Lebenserwartung, die natürliche von einer Kuh sind 20, 25 Jahre, nach 4, 5 Jahren sind die hin, weil sie einfach diese Leistung nicht aushalten. Und das ist etwas, das ist eine Form von Qualzucht, finden viele Menschen. Und damit das in Österreich nicht passieren kann, das ist momentan nicht der Fall, in Deutschland sind sie ganz woanders als in Österreich, aber damit das gar nicht erst passieren kann, sagen eben SPÖ und nicht nur die SPÖ, so interessanterweise auch die NEOS, es müssen auch landwirtschaftlich genutzte Tiere in eine Qualzuchtdefinition einbezogen werden. Die Grünen, glaube ich, sind diesbezüglich nicht ablehnend, aber sie verweisen darauf, dass schon viel erreicht wurde unter dieser Regierung, unter der schwarz-grünen Regierung, das aber natürlich wesentlich mehr noch an Fortschritten braucht. Dann wollten wir noch wissen, auch ein Thema, das sehr vielen Menschen unter den Nägeln brennt und das wirklich nicht so einfach mit Ja und Nein zu beantworten ist, wie schaut es mit dem Wolf aus?
Wie halten es die Parteien mit dem Wolf? Momentan ist es so, dass es von Seiten der Europäischen Union ein klares Gerichtsurteil gibt, dass der Wolf nicht getötet werden darf, weil er unter strengem Schutz steht, weil die Populationen noch nicht in dem Ausmaß entwickelt sind, wie es eine stabile Breite braucht. Und deswegen dürfen eigentlich Problemwölfe, sogenannte, nicht entnommen werden, also nicht abgeschossen werden. In Österreich wird dieses EU-Recht nachweislich gebrochen. Und wir haben jetzt die Frage gestellt, soll es in Österreich auch im Hinblick auf die EU-Rechtsprechung zu einer Verschärfung oder zu einer Aufweichung der Gesetzgebung in der Handhabung der Wölfe geben? Vor allem auch, wenn es darum geht, den Herdenschutz zum Beispiel zu verstärken. Hier sagt die ÖVP, der Herdenschutz ist gut in der Theorie, aber praktisch nicht machbar, löst die Probleme nicht und daher braucht es weiterhin Abschüsse von Wölfen. Die SPÖ sagt, es braucht mehr Herdenschutz und es braucht vor allem eine stärkere Kompensation der landwirtschaftlichen Schäden. Weil viele Menschen in der Landwirtschaft natürlich auch deswegen ein Problem mit dem Wolf haben, weil er Schafe reißt. Man muss es immer in Relation stellen, es sterben 10-mal mehr Schafe an einem Blitzschlag oder irgendwelchen Unwetterereignissen, als durch einen Wolf gerissen werden. Aber es ist eine Realität, dass der Wolf auch Weidetiere reißt und da sagt die SPÖ, die sollen stärker kompensiert werden. Die Grünen sagen jedenfalls keine Aufweichung der bestehenden Gesetzgebung und mehr Herdenschutz. Es gibt auch schon Pilotprojekte, die gezeigt haben, dass Herdenschutz funktionieren kann in der Praxis. Und auch die Neos sind der Meinung, der bestehende Gerichtsentscheid von der europäischen Ebene, dass der Wolf zu schützen ist, gehört in Österreich umgesetzt. Hier sehen wir also, dass bis auf die ÖVP alle eigentlich auf dem hohen Schutzstatus für den Wolf beharren. Nur die ÖVP sagt, er ist nicht realitätsnah. Eine letzte Frage, die ich hier noch klären möchte, ist, wir haben so diese Wunschfrage, die auch ein bisschen so zeigt, wo den Parteien wirklich die Prioritäten liegen. Also wir fragen, bei der EU-Wahl haben wir das gemacht und jetzt auch bei Nationalratswahlen, wenn es eine Maßnahme gäbe, die sie sofort umsetzen könnten, also quasi die Wahlen sind geschlagen, man kommt in eine neue Regierung und eine Maßnahme kann sofort umgesetzt werden, welche wäre das? Die ÖVP sagt, das ist sehr breit, weniger Bürokratie, weniger Steuern, mehr Transparenz. Also in Wirklichkeit eine Entlastung der Landwirtschaft, weil sie der Meinung sind, dass der Markt sich selbst regelt. Und wenn man die Landwirte entlastet und wenn man dafür mehr Transparenz, zum Beispiel bei der Herkunftskennzeichnung sorgt und wenn man für weniger Bürokratie sorgt, dann ist der Landwirtschaft am meisten geholfen. Die SPÖ sagt ganz klar und deutlich, Verbot zum Vollspaltenboden. Das haben wir vorher schon gehört. Die SPÖ möchte ein Vollspaltenbodenverbot bis zum Jahr 2030, ist damit auf einer Linie mit den Grünen und sagt, das ist die Wunschmaßnahme, die sie sofort umsetzen würden. Die Grünen wiederum sagen, sie wollen einerseits auch ein Ende der Vollspaltenböden im Jahr 2030, aber sie wollen auch, dass das bei Rindern der Fall ist und sie wollen einen neuen Mindeststandard in der Haltung von Tieren mit verpflichtender Stroheinstreu und mit Auslauf. Das ist ein Modell, das momentan vielfach im Biobereich, aber auch im Tierwohl Plus und so weiter bei manchen Labels der Fall ist. Also es gibt diese Modelle, wo verpflichtend Stroheinstreu und Auslauf dabei ist, aber das sind meistens diese sehr viel teureren Produkte. Die Neos wiederum, und das finde ich sehr interessant, weil es ist eigentlich eine EU-Gesetzgebung, aber man kann auf nationaler Ebene schon einiges machen, sagen, sie wollen, dass die Tiertransporte strenger geregelt werden. Dass also die Parteien sich darum kümmern und was für Möglichkeiten hat man da in Österreich, zum Beispiel mehr Kontrollen, mehr Personal, auch in den Bundesländern, in den Bezirkshauptmannschaften, wo das vollzogen wird, mehr Amtstierärzte, die auch diese Kontrollen durchführen. So könnte man schon dafür sorgen, dass die Tiertransporte, die in Österreich ja Millionen Tiere auf der Straße transportieren, auch strenger gehandhabt werden. Das war der OE24-Wahlcheck. Wir haben uns, wie gesagt, 8 Fragen nach dem Ja-Nein-Prinzip rausgeholt und haben gleichzeitig ergänzend 4 Fragen in der Tiefe analysiert. Weitere Antworten und generell die gesamten, die zum Teil sehr ausschweifenden Antworten der Parteien gibt es auf oe24.at und auf ökoreich.com nachzulesen. Und wir hoffen, dass dieser kleine Check von zumindest 4 Parteien dazu beiträgt, dass Sie am 29.09. eine Entscheidung treffen, die auch das Wohl der Tiere, die Zukunft der Landwirtschaft und die Gesundheit unseres Ökosystems berücksichtigt. In dem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und wir sehen uns bald wieder. Unsere Tiere, das große Tierschutzmagazin, wurde präsentiert von Katrin Glock.